Der andere war nur eine Melaninplatte. 4 Zentimeter dick. Dickes Eichenholz. Fast so dick wie das Holz in meiner Hose. Und ja, vielleicht kommt es noch auf Universe. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ein weiterer Weg, wie man Flife PC retten könnte, wäre, wenn sie einfach einen Ex, also bei Flife Universe, auf der Flife Universe Engine, weil die ganzen Items und so gibt's ja. Und dass sie quasi es so machen würden, dass sie Flife PC auf Flife Universe übertragen, sozusagen. Und dann gibt's quasi den OG-Server oder den Oldschool-Server oder irgendwie so. Und da ist dann einfach Flife PC drin. Und du kannst da halt nichts handeln oder so. Also halt nicht serverübergreifend. Also du hast dann einfach Flife als komplett eigener Server, Flife PC. Aber es spielt sich wie Flife Universe sozusagen. Also im Endeffekt einfach nur die Flife PC Datenbank mit Flife Universe verknüpfen. Und dann müsstest du halt, ich meine, ist natürlich schon ein bisschen komplizierter, weil die ganze Welt ist ja anders und so. Aber so, dass du halt deine ganzen Items mitnehmen kannst auf jeden Fall. Und gut, sie müssten ja nicht sofort alles machen. Sie könnten erstmal, keine Ahnung, erstmal nur die Leute und die Sachen retten und dann nach und nach den Content wiederherstellen, den es im Flife PC gegeben hat oder gibt oder so. Also wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, falls Flife PC mal abgeschaltet werden sollte oder so, oder falls es in Planung stehen würde, wie man es theoretisch auch retten könnte. Aber das würden sie niemals tun. Viel zu viel Aufwand. Wie auf Buru mit den Wilds-Dateien sind da genauso gierig. Ja, das liegt einfach irgendwie. Es liegt an den Leuten. Weil es immer die gleichen Leute sind, die das machen. Ich meine, wenn es einfach nur hohe Preise sind, ist es ja das eine. Aber wenn du halt anfängst, dich mit anderen Leuten abzustimmen, oder du so eine ganze gildenweite Entscheidung triffst, quasi, hey, keiner in der Gilde verkauft Z-Teile unter dem und dem Preis oder so, dann fängt's halt an. Ich meine, das ist legit, im echten Leben wäre das illegal. Das ist literally, das sind illegale Preisabsprachen. Also das ist halt legit einfach verboten. Im echten Leben. Natürlich, im Videospiel kann jeder machen, was er will. Da gibt's keine Kartellverbote oder so. Aber ich meine, es ist ja aus gutem Grund im echten Leben verboten, weil es halt einfach asozial und scheiße ist. Aber sobald die Leute im Internet sind, ist das denen halt scheißegal. Da denkt dann jeder nur an sein eigenes Geld. Und ja, ich finde es einfach ekelerregend. Und die Leute machen es leider immer wieder in Flife. Und es sind immer die gleichen Leute. Und immer die gleichen Gilden, die das machen. Immer wieder das Gleiche. Ich finde halt, die sollten bei Flife PC das so machen wie bei WoW oder so ähnlich. Gibt doch bei WoW dieses, dass sie immer wieder das Maximallevel verringern. Also Maximallevel war ja schon mal 90 oder 120 oder whatever. Und dann ist es irgendwann plötzlich wieder 60 oder 70. Und dann erhöhen sie es wieder und dann verringern sie es wieder und pipapo. Und sowas ähnliches müssten sie bei Flife auch machen. Weil ich finde halt, Flife PC ist halt so sinnlos im Endgame irgendwie, weil alles hat ja diese maximale Blockrate und seit Jahren ist es ja schon so, dass die Leute das halt probieren zu umgehen, indem sie halt mit Old Guardian Wand und so spielen und halt alles tun, nur um diese Blockrate zu umgehen im Endeffekt. Dabei haben ja standardmäßig die meisten Klassen halt einfach Auto-Attacks, wo halt das Monster blocken kann und so. Und ganz ehrlich, die sollten es halt irgendwie ändern oder halt, also entweder müssen wir es am System ändern, dass nicht mehr so viel Blockrate im Spiel ist, weil es halt einfach komplett den Spaß raussackt, wenn du plötzlich von 100, 200.000 Schaden pro Hit auf 30.000 zurückgehst, weil jeder Schlag geblockt wird und dein ganzer Damage flöten geht. Und dann, wie gesagt, sucht jeder nach einem Weg, das irgendwie zu umgehen, dann spielt jeder mit einem Wand, obwohl er fucking Ranger oder Blade ist, was ja auch echt dämlich ist, dass man da nicht mal mehr mit den Klassen eigenen Waffen spielt, sondern mit irgendwas anderem. Nur wegen dieser, in Anführungszeichen, Mechanik. Und ich meine, da gäbe es, wie gesagt, ein paar verschiedene Wege, wie man das ändern könnte. Das Offensichtlichste wäre natürlich einfach die Blockrate wieder verringern, dass es nicht ganz so krass ist, sondern, keine Ahnung, 15% weniger oder so. Oder man macht es halt so, weil ja vielen Leuten das auch so ein bisschen auf die Eier geht, dass man so viel Schaden macht. Und ehrlich gesagt, hat mich das nie so wirklich gestört, aber wenn man jetzt so Flife Universe gewöhnt ist, wo ja wirklich so 100.000 Schaden mit einem Schlag oder so, wo das ja echt sau viel Damage ist,
Und bei Flive PC kannst du irgendwie mittlerweile 15 Millionen mit einem Schlag machen oder so. Könnten sie es auch so machen, dass sie halt irgendwie... Ich meine, es gibt ja nicht so viele High-Level-Gebiete. Jedes Gebiet, wo halt Monster ab Level 170 plus vorhanden sind, dass du dort halt dann quasi, dein gesamter Damage ist quasi um 90% reduziert, aber entsprechend sind auch die Monster, haben nicht mehr so viel Blockrate und nicht mehr so viel Leben. Quasi vom Prinzip her, als würde es sich anfühlen, als wärst du wieder Level 120 und würdest den Caldera leveln oder so. Quasi die gleichen Damage-Werte, die gleichen HP-Werte und so. Dass sich das dann quasi wieder normal einfach anfühlt. Und dann hast du auch diese extreme Blockrate nicht nötig, weil du machst gar nicht mehr so viel Damage, dass die Monster überhaupt so viel Blockrate bräuchten. Sondern es ist einfach wieder normal. Irgendwie so. Und ich glaube, dann wird es auch wieder mehr Spaß machen. Rückblickend, das hätte man so vielleicht eigentlich auch kommen sehen. Aber eine Sache, die auch Flive Universe deutlich besser macht, ist, sie lassen halt nicht zu. Also sie machen schon neue Power-Ups, jetzt zum Beispiel Crab Meat, ne? Und bei Flive Universe machen sie es jetzt aber so, dass diese neuen Power-Ups aus dem Spiel genommen werden, wenn das Event endet. Also entweder direkt mit dem Event Ende, so wie jetzt bei dem wahrscheinlich Crab Meat. Oder dann gab es letztes Jahr oder so, gab es mal irgendwie diese Clobber, oder war es dieses Jahr, keine Ahnung, diese Glücksklees, die sich dann in Pots verwandelt haben oder so. Wenn du die nicht verwandelt hast, haben sie sich auch gelöscht dann. Und da finde ich es halt, das ist eigentlich echt ein guter Ansatz, weil dadurch, dass du verhinderst, dass irgendwann 50 Millionen Power-Ups existieren, die alle 10% Crit-Damage, 10% ATK, 10% whatever geben und du dann quasi, egal auf welchem Level, gefühlt 5 Millionen Schaden machen kannst, du brauchst einfach nur genug Power-Ups. Das ist eigentlich ganz nice, weil du dann dieses Thema, dieses zu viel Damages quasi einfach komplett umgehst. Ja, weil nur mit Power-Ups kannst du dein Damage dann gar nicht so hoch boosten. Du hast ja deine Standard-Power-Ups, Upcutstone, Power-Scroll, Medizin, ein paar Potions und das war's dann aber. Und das sind im Endeffekt immer die gleichen. Und dann kann man viel besser kontrollieren, was jetzt tatsächlich der höchstmögliche Damage und so ist. Und selbst wenn du neue Waffen einführst, steigt es nicht immer direkt um gefühlt 25-fache, sondern steigt halt wirklich nur um so viel, wie es die Entwickler vorgesehen haben, weil du halt nicht noch 50 Millionen Power-Ups auf den Damage draufrechnen kannst oder musst, weil es diese Power-Ups gar nicht gibt. Also rückblickend betrachtet hat das Flive PC echt verkackt, dass es dort einfach 45 Milliarden Power-Ups gibt sozusagen. Das ist echt kacke. Und außerdem ist es ja auch echt unfair, zum Beispiel im PvP hat mich zwar nie interessiert und interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich, aber im PvP ist es eigentlich auch schon immer so ultra dämlich gewesen. Du kannst ja irgendwie 2 oder 3 mal Gingerbread, 2 oder 3 mal Valentine Chocolate, du kannst ja viele Power-Ups auch 3 oder 4-fach benutzen oder bis zu 3 oder 4-fach, mindestens 2 mal kann man voll viele Power-Ups benutzen. Und ich meine, wer zum Teufel hat sich das ausgedacht, dass du Power-Ups doppelt benutzen kannst? Ich meine, das war vielleicht auch nicht so beabsichtigt, aber du kannst es halt. Und das hat ja das ganze Game irgendwo auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kaputt gemacht, aber das allein sorgt halt dafür, dass du nicht 1 Million Max-Schaden hast, sondern halt 50 Millionen, weil da halt noch so viel draufgerechnet wird. Und das muss man sagen, hat mich eigentlich jahrelang gar nicht so wirklich gestört, aber jetzt, wo man, wie gesagt, Flive Universe halt gewohnt ist, wo es diese ganzen Power-Ups halt nicht gibt und es kommen eigentlich auch nie neue Power-Ups hinzu. Also wenn dann halt nur temporär. Muss man sagen, es ist schon besser auf jeden Fall. Irgendwie. Es verfälscht halt diesen Damage einfach nicht so krass. Und sorgt nicht dafür, dass nach einem Update direkt neuer möglicher Maximalschaden plötzlich 10-mal so hoch ist wie im Patch oder Update davor oder so. Also das ist actually, das macht Flive Universe tatsächlich ziemlich gut. Das gefällt mir, diese Policy, dass alles gelöscht wird, was so Power-Ups angeht, wenn das Event vorbei ist. Machst dir keinen Stress mehr, damit lebt sich's viel angenehmer. Hörst dich an, als wärst du 85 Jahre alt. Vom Leben gezeichnet. Das ist, als würde mir das Game sagen, haha, Loser. Fast so wie im echten Leben. Bruh. Calle 43 Diamonds.
Ja, oder einen. Wie wär's mit einem? Ja, 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 ist okay, Alter. Ganzes Inventar voller Waffen, 2 Diamonds, alles klar, passt schon. Scam! Sind ja alle feiern? Sir, wir sind süchtige Flive-Spieler. Wenn wir feiern gehen, dann in Flive. MMO-Spieler gehen nicht feiern, wir stehen AFK in der Stadt und showcasen Endgame-Equipment oder Fashion. True. Du hast gerade den Generic-Flive-Spieler beschrieben. Du hast früher oft einen krank gemacht, damit du zocken konntest? Ja, Danny, das überrascht mich jetzt eher weniger, Sir. Ah. Das PK in Pokerface steht für PK. Well, obviously. So, vorhin war eine absolute Katastrophe, jetzt bitte 10 Diamonds. Come on, baby. Ich sagte 10. Achso, ich habe die Clean Äxte nicht aussortiert, aber... sind wahrscheinlich nicht so viele. Oh, never mind. Das sind ziemlich viele. Wow. Okay. Was? Alter, 3 Diamonds aus dem ganzen Inventory. Das ist so ein fucking Joke, ey.